Willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Und ihr seht, dieses Team muss es heute richten. Zwei Spiele sind verbleibend. Nein, drei Spiele und ich brauche 6 Punkte raus. So, raus. Letztes Mal lief es ja richtig gut mit dem 5:2. Und auch hier, ich habe es im letzten Video schon angesprochen, meine Flügel sind jetzt in richtiger Position LF und RF. Und ich habe auch, wie jemand gesagt hat, nimm noch das 4:3:3. Yaya Touré und Ramirez machen sich besser als Sechser, habe ich es gemacht. Also 1:1 die gleiche Formation wie beim Bundesliga-Team. Di Maria, den ich mir jetzt eben auch neu geholt habe, noch kein Spiel gemacht hat, als 10er, 8er Verschnitt, also als zentrales Mittelfeld. Bin immer noch am Überlegen auf lange Sicht, ob ich Costa oder Aguero vorne drin habe. Aguero lasse ich jetzt mal noch als Edeljoker so auf der Bank und wenn es schlecht läuft, nehmen wir den mit rein. Ja, und wir schauen jetzt gleich mal, mit wem ich es zu tun bekomme. Im wichtigen Spiel, also jetzt ein nächster Sieg wäre schon wichtig. Ich habe keine Lust, auf die letzten zwei verbleibenden Spiele meine zwei Siege schieben zu müssen. Also lieber jetzt gleich nochmal den Sieg hinterhergeschoben. Dann wäre ich doch schon zufrieden. Gründungsdatum November 2011. Da wartet uns Skill auf alle Fälle und ich bin auch gespannt, was für ein Team uns erwartet. Mit 82er Rating SSS, 100er Chemie, Lacazette und Cavani. Hier haben wir einmal die französische Liga. Mit einem Inform, Lukas rechts schön mit Pace, links Lavezzi mit Pace, Cavani richtig unangenehm zu verteidigen, habe ich Respekt vor und Lacazette natürlich richtig guten Pace, always ready, das sind wir doch auch mein Freund im Santiago Bernabeu. Dann schauen wir mal, was uns erwarten wird, also mit Gründungsdatum 2011, es muss nicht immer was sagen, das Gründungsdatum, aber klar, wenn jemand seit 2011 FIFA spielt, kann man schon erwarten, dass der nicht das Schlechteste ist. Ich selber bin ja hier seit 08 am Start. Bei mir steht deswegen ja auch FUT-Gründer und kein Gründungsdatum. Also seit 2009, seit dem ersten Ultimate Season, habe ich irgendwie unbewusst bei einer Beta mitgemacht. Ihr wisst ja, die mich jetzt schon länger und regelmäßig verfolgen, das hier ist meine erste Ultimate Season. Aber ich war dann irgendwie mal bei einer Beta oder so dabei und habe deswegen dann diesen FUT-Gründer-Status. Was ja auch nicht schlecht ist, was ja auch nicht schlecht ist. So, wir lassen jetzt mal hier schön das Bällchen laufen. Spielen wieder auf Ballbesitz. Und Sanchez ist so mein absolutes Highlight in dem Team. Also gefällt mir mit großem, großem Abstand am besten. Und hier haben wir schon besagten Lacazette. Kompanie aber artistisch den Ball geholt. Und er hat hier ein sehr kompaktes Mittelfeld. 4-2-2, Aufstellung wie er sie hat eigentlich. Ja, ich spiele fast nur noch gegen 4-3-3. Ich bin ja selber auch auf diese Formation gewechselt. Und jetzt haben wir hier Costa. Es werden vielleicht ein paar wieder sweaty sagen, aber wenn es so wichtige Spiele sind, da kann ich nicht anders. Ramirez mit seinem ersten Tor. Rufier schaut betröppelt rein, kann es kaum glauben. Costa, David, Luis kam Gott sei Dank nicht hinterher und dann einfach reingeschoben. Fast nochmal der Keeper dran gewesen. Aber das nehmen wir noch mit nach 7 bzw. 8 Minuten die Führung. Und hier haben wir schon Lacazette, aber der war für Courtois gar kein Problem. Von dem ich immer noch weiter am Schwärmen bin. Also was der teilweise für Bälle hält, wirklich wunderschön. Und für mich, ja, ich habe jetzt noch keinen Lloris gespielt. Aber gegen De Gea, finde ich, ist er nochmal eine Nummer besser. Und Costa möchte hier geschickt werden. Wow. Das war wichtig. Hässlich, gar keine Frage. Pass war okay. Costa schön gestartet, habe es gesehen. Ja, dadurch, dass immer wenn es ein Keeper berührt, ist es dann nicht mehr ganz so nice. Hazard, schöner Ball. Hier in der Mitte enorm verschätzt und im Rutschen Abpraller. Aber ein wichtiges 2-0. So geht es doch richtig, richtig gut los. Und ich hoffe, ja, was soll man groß sagen? Da muss es 3-0 hinterher, einfach um da Ruhe reinzubringen. Würde ja jetzt keinen Sinn machen, auf Defensive zu gehen nach 10 Minuten. Ne? Und jetzt mal mit Hazard über den Flügel, von dem ich ja generell schon mehrmals erwähnt noch nicht ganz so angetan bin. Aber kann sich ja noch ändern. Aber der Pass findet leider, um es in FIFA Sprache zu sagen, findet in der Mitte keinen Abnehmer. Und wir probieren es mal mit Hazard. Oh nein, der ist geblockt worden. Und Cavani am Start, aber auch Clichy am Start. Und easy den Ball zurückerobert. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding nochmal schön laufen lassen. Und uns... Oh, so nicht. Und jetzt kommen ja auch die ersten Lecks. Jetzt hoffe ich nicht, dass es hier so einer ist, der hier wieder mit Lecks arbeitet. Ihr kennt es ja, wir hatten das Thema schon ein paar Mal thematisiert. Sowohl im Stream als auch in einem meiner letzten Videos. Aber ich bin immer noch der Meinung, das machen manche Gegner wirklich gezielt, wenn es dann irgendwann losgeht mit Lecks. Und Costa ist hier richtig gut drauf. Wir probieren es einfach mit links. Oh, schade. Schön gehalten.
Und ihr wisst, kurze Ecke, ich kann nicht anders. Mir gefallen sie einfach gut. Ich finde einfach, ja, wenn man dann hier vorbeikommt, dann macht das Spaß, dann nochmal einen Haken und dann in die Mitte zu legen. Und manchmal schnackelt es dann eben auch. Von daher, hin und wieder wechsle ich schon ab. Jetzt haben wir auch mit Hazard noch einen besseren Skiller am Start. Wird zwar sicher gegen David Lewis ein bisschen schwieriger. Wobei der den gleich mal umschmeißt. Und die nächste Ecke. Und bei aller guten Dinge sind drei. Machen wir dann jetzt mal eine ins Zentrum rein. Mit Di Maria. Und, oh, zu früh hochgestiegen. Jetzt haben wir hier Klischee am Start. Wir probieren es einfach mal. Aber der gleich geblockt. Ja, ja, Touré, Kofferungeheuer auf Mangala. Wow. Gut, der war ein bisschen verzogen vom guten Mangala. Aber er hat es auch mal probiert. Und das 2-0 bleibt hier immer noch bestehen. Und David Lewis, würde ich sagen, gehört auch so in FIFA mit zu den besten Innenverteidigern. Gerade auch im Ultimate-Team. Und hier, Ramirez jetzt gegen Lukas. Lässt sich nicht abschütteln und bleibt am Ende Sieger. Sehr, sehr schön gemacht. Also richtiger Kämpfer. Kann ich euch nur empfehlen für das Premier League Team. Gefällt mir unglaublich gut. Auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Spiele mit ihm gemacht habe. Ist ein richtiger Ackerer. Mit seinen Workrates eben für die Offensive und die Defensive auf High. Da geht schon was. Und jetzt geht hoffentlich auch was mit Sanchez über den Flügel. Probieren wir mal die Flanke. Aber die ist leider gleich geblockt worden. Und Yaya Touré hat den Ball auch direkt wieder. Schöner Haken. Aber auch stark pariert. Touré auch kein schlechter. Und Di Maria hatte auch Workrates high, sowohl in die Offensive als auch in die Defensive. Und jetzt haben wir hier Klischee. Ah, schön, gegen seinen Landsmann. Gegen Lacazette. Oh, Yaya Touré, was für ein Kämpfer. Und jetzt haben wir hier Hazard am Start. Eden wird hier beackert und Freistoß. Jetzt haben wir keinen Aguero. Probieren wir es mit dem Yaya. Ah, es läuft auf die Linie. Dann kann ich auch in Ruhe nochmal schauen. Hazard. Vom Effekt her zwei besser, was in dem Fall am entscheidendsten wäre. Aber Di Maria Linksfuß. Ne, wir probieren es mal mit Hazard. Vielleicht können wir uns da verewigen. Wobei mittlerweile, ja, jetzt schon wieder zu viel auf der Linie stehen. Ja, genau, da war er. Der hätte sonst eventuell gesessen. Das Problem haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Wenn man wirklich probiert, aus vielversprechenden Freistoßsituationen eine Kiste zu machen, macht es wirklich Sinn, das möglichst schnell auszuführen. Also am besten dann auch gar nicht den Schützen zu wechseln. Wenn der Gegner die Zeit hat, auf die Linie zu laufen, dann können dadurch oft Tore verhindert werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der reingegangen wäre. Ich denke, er wäre sicher gefährlich geworden. Aber vielleicht kann Hazard ja so... Und schaut euch diesen David Lewis an. Der ist echt ein richtiges Biest. Und das ist hier nicht mal irgendwie ein Team of the Year-Spieler. Und Foul an Di Maria. Und jetzt probieren wir es gleich nochmal. Und diesmal mache ich direkt schnell mit Yaya Touré. Ein bisschen mehr Kraft. Und das sieht nach einer gelben Karte aus. Für Matuidi. Und wir probieren es. Oh, schade. Zu unplatziert. Kein Problem für Rufier. Und hier Mangala, noch in der Offensive dabei. Fehlt jetzt natürlich hinten, ne? Und da haben wir schon den Lacazette-Pass. Aber Klischee. Nimmt ihn bisher richtig gut aus dem Spiel. 67% Ballbesitz. Wobei ich mir natürlich am Ende nichts von kaufen kann. Aber momentan schaut es ja wirklich gut aus. Hier ist der Fehlpass. Und hier wieder... Lacazette am Start und auch vor Cavani. Ich habe wirklich Respekt vor beiden. Sind sehr unangenehm zum Verteidigen. Aber Yaya Touré regelt natürlich hier als Sechser. Und es war auch kein... Lass doch laufen! Aber die Vorteilsregel, die müssen sie wirklich nochmal überarbeiten. Das ist richtig schlecht gemacht. Auch hier gab es eigentlich keinen Grund abzupfeifen. Hazard ist im Ballbesitz geblieben. Ja, und dann gibt es hier so einen ekligen Freistoß, die ich wirklich nicht gern mag. Dann den Ballverlust und jetzt hier nochmal eine gefährliche Situation mit Pech. So, Klischee über den Flügel und Cavani. Richtig stark gehalten von Courtois. Dafür ist er in der Kiste und wird ja auch von Kompany nochmal dementsprechend gepusht. Und jetzt fängt er den noch ganz easy ab. Und werfen kann er auch. Nicht ganz so gut wie ein Neuer. Auch ein Reyna wirft ein bisschen besser ab, aber ordentlich. Ordentlich kann er werfen. Und jetzt hier nochmal mit Costa vielleicht. Nein. Eigentlich auch nicht so mein Spielstil mit den langen Bällen. Klar, wenn ein Spieler sich mal anbietet zu schicken, dann mache ich das auch. 65% Ballbesitz, 81% Passgenauigkeit, 8 zu 3 Schüsse. Also ich denke, die Führung geht in Ordnung.
Und das wären weitere wichtige drei Punkte gegen den Abstieg in die Liga 4. Wenn man denkt, dass ich davor einfach mal so in der ersten easy in Liga 2 aufgestiegen bin und jetzt wäre ich hier, oder ist ja noch nicht sicher. So, und jetzt mit Sanchez über den Flügel gegen David Lewis. Aber sofort hängen geblieben. Da haben meine paar Übersteiger nichts gebracht. Und es fehlt Walker natürlich hier. Aber ja, Touré ist am Start mit der Grätsche ins Leere. Und jetzt scheint er wechseln zu wollen. Und ich muss hier gleich weiter auf Sprinten drücken und den Stick nach links, damit ich mit Walker diesen Ball auch noch erlaufe. 48. Minute, sind wir ehrlich. Wenn er wechselt, oh ne, da haben wir nicht. Das hätte er eigentlich auch in der Halbzeit machen sollen. Ja, es wechselt, ja. Unverständlich sowas. Oh, und gefährlicher Ball. Boah, danke. Danke, Courtois. Jetzt hat er doch auch schon die eine oder andere ganz gute Chance gehabt. Gott sei Dank noch nichts draus geworden. Und Costa braucht zu lange, um diesen Ball zu verarbeiten. Und die Maria, ein Arbeitstier. Nach hinten eben auch. Und jetzt mit Hazard über den Flügel. Der gute Eden. Nochmal hinter. Und Costa, komm. Boah, Diego, was war das für ein Pfund. Klatscht da ganz lässig mit Yaya Touré ab. Und der sah haltbar aus. Ist da durch mehrere Spieler durchgegangen. Der sah haltbar aus. Und jetzt haben wir hier Eriksen für Moutinho. Ich weiß nicht, ob es der Man of the Match Eriksen ist. Lässt sich so schwierig sehen. Aber 3-0 natürlich zu einem richtig guten Zeitpunkt. Und gerade hier, wenn er es noch wechseln wollte. Und da haben wir es Eriksen auch schon. Wenn das der Eriksen ist. Ich hoffe, ich erzähle es hier keinen Quatsch. Und Hazard. Kurzzeitig den Ball gehabt. Aber es kombinierte gerade ganz gut. Aber Hazard wieder am Start. Sehr schön. Und Sanchez möchte geschickt werden. Den Wunsch erfüllen wir ihn. Und den erläuft er auch noch. Und schau mal, was haben wir mit Costa? Ja, mit David Lewis. Ganz klar, haben wir einen. Boah, der war richtig wichtig. Hier mal Lacazette kurzzeitig ausgenockt. Und da oben. Den haben wir gerochen. Schön von der Ramir, der ist abgefangen. Oh, und er macht das hier gut auf. Dann haben wir Costa. Ja, mit so einem Aguero kommen wir, geben wir es gleich beim nächsten Ballbesitz. Wechsle ich auch mal. Dann hauen wir vorne noch meine halben Millemann Aguero rein, der ja weiter am Steigen ist. Habe auch gelesen in einem der letzten Kommentare unterm letzten oder vorletzten Video, ich soll ihn noch verkaufen. Wenn ich eh nicht mit ihm als Stammspieler spiele, dann würde ich gut Gewinn machen. Aber ich denke, ja, vorerst gibt es eigentlich keinen Grund, dass der sinken sollte. Also steigt er wahrscheinlich auch noch weiter. Und wenn ich ihm doch hin und wieder mal eine Chance gebe. Costa hat auf alle Fälle richtig gutes Spiel gemacht. 2 Kisten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber da machen wir jetzt zum Schluss, gerade wenn er aufmacht, noch ein bisschen Pace. Dann können wir auch mal schöner kontern mit einem langen Ball in den Lauf. Mal schauen, je nachdem, wie weit er denn aufmacht am Ende. Und der Gegner denkt sich jetzt sicher auch, was ein Bonze. Haut einen Costa raus und einen Aguero rein. Und den probieren wir mal lang. Auch wenn ich diese Flankenposition wirklich hasse. Ja. Ja. Segelt da einmal so durch den Strafraum durch. Aber besser als ein kurzer Fehlpass. Oh. Wenn ich den abgefangen hätte. Und ich stelle hier doch ganz gut im Mittelfeld zu. Und hier ein Aguero mit Yaya Touré und nochmal Aguero. Und da haben wir es, besagte Pace. Wobei, da kam der Innenverteidiger nochmal dazwischen. Und Di Maria arbeitet in diesem Match mehr nach hinten als nach vorne, aber auch das ist okay. Dann tut er eben da auch seinen Dienst. Ein ackernder Achter. Aber so soll es doch sein. Und Aguero mit dem Ballgewinn. Und Yaya Touré möchte nach vorne mitmischen. Und wir haben hier wieder ein paar Lecks. Und jetzt mit Aguero. Komm, bestrafen ihn für die Lecks. Wow, schöne Parade. Schade, schade. Und jetzt machen wir wieder ein kurzes Eckchen mit Eden Hazard. Oh, an Nummer 1 vorbei. An Nummer 2. An Nummer 3. Und in die Mitte gelegt. Und leider keinen gefunden. Schade. Schade, schade, schade. Und Klischee hier wirklich wie der. Wow, Lacazette teilweise ausgenockt hat. Richtig, richtig schön.
Und Touré. Das beackern wir hier mal vorne. Und pressen ein bisschen. Und zwingen ihn so vielleicht zum Fehlpass. Wobei er sich aus dieser leicht brenzlichen Situation recht easy befreien konnte. Hab ja Pressing auch nicht eingestellt. Und da ist blöd die Lücke aufgemacht. Aber Clichy ist doch am Start. Komm, geil. Zeig nochmal deinem Landsmann, wer der Boss ist. Und ja, ja. Touré. Wow, schön geblockt. Der war ganz wichtig. Und da war du allein auf weiter Flur. Und wird auch direkt vom Ball getrennt. Mit einer heldenhaften Grätsche. Oh, schöner Ball. Komm, Courtois. Oh, herrlich. Und wieder Aguero allein auf weiter Flur. Und das war ein Foul. Joa, rustikal. Von Lewis. Aber keine gelbe Karte. Und was machen wir jetzt? Wir machen ihn jetzt einfach kurz. Wir holen uns Di Maria schön her. Da kann er nichts machen. Und bleiben dann auch im Ballbesitz. Was ja wirklich bei solchen Freistößen dann oft nicht der Fall ist. Wenn man sie irgendwie lang nach vorne spielt. Oh, und komm. Oh, das wollte ich schon jubeln. Schade, richtig schön kombiniert. Und ich glaube, das war Aguero. Und ich weiß nicht, ob eventuell ein Quit von ihm kommt oder ob er nochmal wechseln will. 84. Minute, 3-0. Sind wir ehrlich, für jeden FIFA-Spieler, da kann man eigentlich fast sagen, das war's. Bei einem 2-0, ganz 2-1, ganz klar, da geht immer noch was. Aber wenn man zwei beziehungsweise drei Kisten hinten ist, zieht man doch meistens den kürzeren und stempelt das Ding ab. Aber er scheint, glaube ich, nur nochmal wechseln zu wollen. Soll er machen, soll er machen. Auch jetzt natürlich wieder in eine brenzlige Situation hinein, weil eventuell, meine Finger sind schon wieder hier ready, auf R1 und Kreis probiere ich ihn noch reinzuschieben. Aber ich weiß gar nicht, doch, schaut her. Nein, jetzt pfeift er ab. Ne, abseits, okay. Und Lacazette geht raus und Marquisio kommt nochmal rein. Also er hat noch nicht aufgesteckt und hier der Ball auf David Luiz. Und da haben wir Marquisio am Start. Natürlich war das ein. Und jetzt pfeift er. Aber das kann keine... Ja, ich wollte sagen, eine gelbe wäre ein bisschen übertrieben. Eigentlich ein sehr faires Spiel. Und er macht jetzt hier auch die kurzen Freistöße. Und hier haben wir Lavezzi, von dem bisher auch noch nicht allzu viel zu sehen war. Okay, den nochmal gut geklärt bekommen. Gibt es nochmal eine Schlussoffensive von ihm? Ich hoffe nicht. Aber vielleicht von uns, mit Sanchez gegen Matuidi. Ne, gegen Lavezzi. So, da sind wir vorbei. Schade. Aber an Nikulu hängen geblieben. Da wäre Thiago Silva sicher die bessere Wahl. Vielleicht fehlen ihm da die Coins noch zu, ich weiß nicht. Hab den auch ehrlich gesagt nicht gekannt, seinen zweiten Innenverteidiger. Deswegen haben am Anfang nichts gesagt zum Namen. Französische Liga verfolge ich auch nicht. Also wenn halt mal Champions League ganz klar mit Paris oder Co. spielen. Aber im Großen und Ganzen... Hazard. Aber ja, solche Bälle, wenn da ein David Lewis steht, sind recht sinnlos. Aber man kann es ja doch mal probieren. Mit Costa hat es in der ersten Halbzeit ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir hier nochmal Clichy gegen Lukas. Und mit Mangala zusammen. Zur Ecke nochmal geklärt, 4 Minuten Nachspielzeit. Das soll es eigentlich gewesen sein. 1-0 wäre nochmal ein extra Schmankerl. Hier mit Yaya Touré gleich mal. Und schön von Courtois. Und den hauen wir mal lang raus, wer weiß. Nein, das war's. Herrlich. Drei weitere sehr, sehr wichtige Punkte. Jetzt habe ich noch zwei Spiele und brauche einen Sieg, damit ich nicht absteige. Ich denke, das sollte drin sein. Wir schauen uns auch hier natürlich, wie immer zum Abschluss, gleich mal die Statistiken an, was die so sagen. Ramirez, Costa und Costa. Von Aguero, zweite Halbzeit recht wenig gesehen. Hier haben wir gleich einen drüber gelegt, genau, das war das 1-0. Und Mann des Spiels, ja, war Costa mit 9,2er Rating. Der dann sich seinen Applaus verdient hat. Doppelt so viele Schüsse, mehr Ballbesitz und Passgenauigkeit mit 83% auch für uns gesprochen. Denke ich, ja. War auch ein verdienter Sieg. Yo, das war's zur heutigen Folge. Ich denke mal, zum entscheidenden Match nehme ich euch auch noch mit, ob ich auf- oder absteige. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr sagt, ihr möchtet kein Video mehr verpassen, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.